leise ich machen muss. Ich will auch gerade noch mal kurz, ich nehme jetzt, warte, ich nehme nicht mehr mit, you cannot edit while settings while recording locally. Ich nehme jetzt mit XBit auf. Ich bin ja vom OBS weg, wie ich schon sagte. Und habe jetzt immerhin keine Probleme mehr mit dem Sound. Hoffe ich. Mein Mikrofon schlägt, glaube ich, wesentlich weiter aus als der Spielsound. Deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen lauter. Ich habe hoffentlich eingestellt, dass er separate Tonspuren für Mikrofon und Musik hat. Ich weiß auch, mein kostenloses Renderprogramm ist. Da bist du umständlich, das alles machen. Ja? Und jetzt kann ich gerade 14 Tage XBit testen. Ja? Dadurch, dass ich eine Grafikkarte, eine GTX 1080 habe, habe ich wohl noch 14 Tage Testzeit. Ansonsten muss ich da halt monatlich Geld für bezahlen. Und OBS taugt mir einfach nicht mehr. Es hat mir langsam einfach keinen Spaß mehr gemacht, dass ständig Aufnahmen verkackt sind durch Sound oder sonst was. Und Stream ebenso dieselbe Geschichte hat auch nicht mehr wirklich Spaß gemacht, weil nichts funktioniert hat. Ja, aber genug Mimi. Wir stürzen uns jetzt mal in Bastion. Ein Spiel, was, glaube ich, recht beliebt ist. Ich habe es noch nie großartig gespielt. Ich habe, wo es noch nicht draußen war, glaube ich, meine Demo dazu gespielt. Auch das ist lange her. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in den Normalmodus und gucken uns das Spiel an. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Okay, also der Erzähler redet während des Spiels. Das ist ja gut, aber ich kann nicht kommentieren. Ground forms up under his feet as it points the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. Ich glaube, der Controller hat wieder diesen Controller dann. Und er hört jetzt nicht mehr auf. Ich darf nicht, wenn ich das Mikrofon halte. Der ist am Power vibrieren. Das könnte ich auch mal kurz quasi einfach den hier machen. Wieso muss ich denn für alles auf dem Desktop? Kann ich einfach mal drinnen bleiben? Nee, mach ich jetzt nicht, egal. Ich wollte gerne mal noch. Okay, aber auf dem Desktop gehen, das funktioniert so gut. Das hat auch schon mal gefallen. Und dann runterfallen dann? And then he falls to his death. I'm just fooling. Okay. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Starts to feel his bruises, though. Kid just rages for a while. Der Erzähler ist schon mal lustig. Aber irgendwo natürlich ein überflüssiges Kommentar. Das ist natürlich nicht süß. Eigentlich mag ich so Erzähler in solchen Spielen, muss ich sagen. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Controller scheint Probleme mit dem Spiel zu haben. Ich werde gelegentlich mal einfach auf Desktop tappen.
Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. A school of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. Hallo. Ab, oh, hier mischt. Salut. Wollen wir mal reingehen? Erstmal ein Trinken. He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Was gleich nach dem Bausen haben wir jetzt. Then Kid finds his trusty shield. So, ja, da. The security takes him for a petty thief. Okay, ich habe noch. Special delivery. Gas, fellas. Windbags start turning up for last call. No, but this is good. Squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Them windbags are playing for keeps. Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Kurz den Controller rausgezogen. Sekunde. Irgendwie so ein Problem, dass Marys Controller hat. Muss sie irgendwann, wenn man so ausgeleiert ist. Was ein Problem, dass ihr Controller hat. Manchmal fängt er einfach an, wie verrückt zu vibrieren und hört einfach nicht mehr auf. Dann muss ich vielleicht kurz auf Desktop tappen oder sonstiges. Randy always wanted his ashes scattered here. Oh, Randy ist nicht mehr wirklich existent. Upsi. Warte mal, aber da war doch noch ein Weg, den ich nicht mehr gehen kann. No. Und eintreffenden Angriffen auszuweichen. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Zwar gut mit der Xbox-Controller, aber er hat halt so ein bisschen seine Probleme. Auch wenn es ein USB-Stick ist. Egal, wie geht es?
good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Operation ausstellen. Sehr gut. Das sollte helfen. Wir haben Auto-Aim auf Grün, das gefällt mir richtig gut. Gerade wo ich keinen Controller habe. Ich up a few pointers from a dusty old tome. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. Alter, das geht alles so schnell. Okay, ich bin nicht gemutet. Ich hatte gerade Angst, gemutet zu sein. Dass ich mich in der Sequenz gemutet habe. Vergessen habe, mich zu entmuten, habe ich zum Glück nicht getan. Gut. Das wäre diesmal dann wirklich einfach nur meine Schuld. He finds the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. Distillery? The arsenal is where the kid can pick the best tools for the job. Was genau will der jetzt gerade von mir? Ach, hier kann ich wählen zwischen Bogen und Repetiergewehr. Den Bogen finde ich besser. Okay, ich kann hier nur zuweisen. Was ist das denn? Eine geheime Bringertechnik, die dafür sorgt, dass ein Pfeifer Feind zu Feind tanzt. Ich glaube, es ist aber trotzdem besser, wenn wir etwas im Nahkampf haben, um uns zu wehren. He's a mighty fast learner. One sip of the spirits in that distillery. And the kid will feel like a new Spirituosen. Man. Stufe 1. Wähle eine Spirituose für diesen Platz. Leichling Moscht. Plus 10 Max Gesundheit. Fermentierter Leichling-Extrakt. Mit einem Bouquet von altem Brot und Meerwasser. Sehr nahrhaft. Oder ein Rettungsrum. 10% kritische Trefferchance. Hinweis nur aktiv bei voller Gesundheit. Okay, wahrscheinlich für Bogenruns oder so. Beißendes Gebräu, das die Sinne besänftigt und die Nerven beruhigt. Beliebt bei Bringern und anderen Kämpfern. Oder vorteilhafter Fitz. Erhält dich absorbiert lose Fragmente. Als Gag in einer Bar erfunden, erfreut er sich zunehmender Beliebtheit und Berg- und Schrottarbeitern metallischer Nachgeschmack. Naja, Autoloot. Kein Problem, da würde er los. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Die Scheißmaschinen werfen die nicht. Frage ist, ist das ganze Spiel zu durchgehend halt erzählt? That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. Wo ich eine Statue weggehauen hab. Schon. An old ferry barge sends the kid on his way. The Bastion's real close now. Okay.
Hollywood-Film? Ist auch nicht mehr. Oh. Keep it watch a step. Warte mal. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. City's heart. Might as well. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Kid just keeps running. At last, the skyway is in sight. Whisks him where it needs to go. Errungenschaft freigeschaltet, Windreiten und Errungenschaft freigeschaltet. His mind races. Did anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me. We talk for a spell. Frag nach den Abzeichen, die die Stadt Kaelondia repräsentieren. Waren sie nicht nur für Uniform und zu Identifikationszwecken gedacht? Stadt. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. Ain't always much to say. Kid ain't finished here yet. Ja, ich mach hier noch. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again, growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid ponders what to build. The Bastion's a place of peace. But we can hold our own if we have to. Spiegelschild, wo sehe ich denn hier? Meine Schilde sind sogar nicht bei. Jawohl. Gut, aber ich habe ein Spiegelschild erhalten. Das ist ein Skill. Ah, Skill. Eine geheime Technik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe blockt. Dank durch eine spektakuläre Demonstration im Stierkopfgericht Berühmtheit. Aber ich mag den Wirbel schon gern. Ain't much Kid can't handle with hammer and bow in hand. Was bauen darf ich nicht? Warum nicht? Kid don't know what's out there waiting for him.
a skyway. Now the kid can ride the wind in the distant lands. Okay. Hafenbezirk, Bereich abgeräumt. Diese einst belebte Schifffahrtsstraßen sind jetzt völlig verschwunden. Okay, das ist jetzt hier die Bastion. Jetzt haben wir die Wahl. Die Bringerkaserne ist das Übungsgelände. Wenn du mit dem Bringerbogen einen Pfeil zum exakt richtigen Zeitpunkt abschießt, erhältst du einen. The Breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets in the fewest shots. Na toll, wenn ich einen Skill hätte, kein Problem. He's focused. He's armed. And he's off. Shot just happens in a flash. Yeah. Oh, shit. Sogar noch hätte. Holy moly. Hätte ich noch abräumen können. So. It ain't done bad at all. Fordere deinen Preis, bevor du gehst. Den Schüsse oder weniger. 10 Schüsse oder weniger ist mein nächster Preis. Okay, warte mal kurz. Dann gehen wir doch mal kurz zur Bastion. He returns with some of the materials we need. Echt? Tue ich das? Jetzt kann ich nichts bauen, oder? Sometimes a single look says it all. Okay, du guckst mal unten. Will das damit sagen, Bruder? Nein, willst du nicht. Okay. Darf ich aber. Ich will das mal eben ausprobieren, ob ich das darf. Zehn Schüssen oder weniger. Kid ain't had enough of the Breaker's Barracks. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. Handy oder Elite? Ah, gut, das ist besser als ein richtiges Stück. So, was ist das? Fuck, jetzt hab ich 11 Schüsse, verdammt. Warte mal. Das Riechen. Ich habe jetzt den Intensivschuss gelernt. Ich weiß jetzt, wann ich schießen muss. So. Das kriegen wir noch mal hin. 10 Schüsse oder weniger. Pass auf. Ich habe jetzt schon viel zu lange aufgeladen. Acht Schüsse, let's go. Nein, wir müssen. Nein! Aber 9 noch raus.
Preis, bevor du gehst. Wie viel brauche ich als nächstes? 5 Schüsse oder weniger, okay. Naja, gut. Das müssen wir jetzt nicht zwingend machen. Wir müssen aber unseren Skill nochmal ändern. Ich habe 0 Frames gedroppt, nehme seit 26 Minuten auf. Das sind 3,5 GB. Geil, Mann. Bisher mag ich X-Split echt gerne, muss ich sagen. Es funktioniert alles. Sieht zwar komplizierter aus, ist es aber nicht. Ich wollte meinen Skill wechseln. Entschuldigung. Vielleicht darf ich. Ja, ihr wisst schon. So. Nochmal. Einige Spirituosen in der Distille, um passive Boni zu erhalten. Ja, die Distille hätten wir mal. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Somehow that old forge is still standing. Oh my God. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Okay. Rettungsmaterial für den Hammer, cool. Härterer, schwerer Hammerknopf, der eine größere Aufschlagwucht liefert. Und kritische Trefferchance. Kritische Treffer sind in der Regel fast immer besser als Schaden. Dein Hammer aber nicht so schnell zuschlägt. His lifelong friends looking fit to keep on fighting. Ich kann eh nicht. Also für den Moment glaube ich, ist das effektiver. Für den Bogen plus 2 Zieldurchschläge pro Schuss. Okay. With a good length of Miska, that bow's like new again. I like. Core ain't here neither. So he's got to guess again. Wenn man mit X zuhauen, dann geht das anders. Warte, da. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Stadt weiter ausbauen. Eine Karte? And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. A blustery old foreman's keeping his fellas in check, almost like his show. And now there's a new marshal in town. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Wege, ne? So ist es nicht. Das hier? Ach, ist das geil, oder? Nee, gibt's noch nicht. Kann ich denen so wenig Schaden?
kid ain't ever seen an elephant squirt before. Keeps telling himself he better watch his step. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Schnell, aber ich weiß nicht, ob mir die Waffe gefällt, ehrlich gesagt. Der Leichling Lockruf. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Okay. Kann ich dann drei auf einmal rufen? Ja. Cool. Quasi Pets. Das ist ja ganz süß. Also. Wegrasiert. Das ist schon wieder interessant. Them squirts just don't know when to quit. Durchgeguckt, um zu gucken, ob hier irgendwie, irgendwo, ne, ihr wisst schon, Karte oder so. War, ne? Baut die Schmiede eine Bastion, um Waffen aufzuwerten. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Fragt nach der zerlumpten Haube, die irgendein unglückseliger Glaskerl gehört hat. Glaskerl, Entschuldigung. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under them. Kid does it again. Only fair, he decides what we build next. He decides what we build next. Just to live. Makes time to sample spirits from my personal supply. Neue Sachen, und zwar der Werbisky. Erhältlich plus 100% kritische Trefferchance. What? Hinweise nur aktiv bei unter 33% Gesundheit. Geruchloses, aber markantes Getränk. Das ist schon geil, ne? Wenn du unter 33% kommst, also 100% Kritchance hast. Und dann der Wirbel mit dem Hammer. 33% Geschwindigkeit bei der Verteidigung. Nussig, würziger Geschmack, trocken im Abgang, liegt schwer im Magen. Der Zunerstein, Zunerstein stark wie er. Okay, Geschwindigkeit bei der Verteidigung, also wenn ich mein Schild hebe oder was? Vorteilhafter Fist, das ist der, den wir haben. Herzhafter Punch, erhält ich plus 1 Chance auf Weitermachen nach Niederlage. Schadet nahen Feinden bei einer Niederlage. Boah, für Noobs, glaube ich, ist das auch ganz nett, ne? Hearty punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Lassen wir mal erstmal so. Ich möchte die mal gerne ein bisschen mehr ausprobieren. Ansonsten würde ich den Hammer aber besser. Hätte ich wohl früher oder später auch zum Hammer zurückkehren. A bow and a machete, every bit as effective as the fancier stuff. Picked up traces of other cores while the kid was out. Aber die Wahl. Der Schmelztiegel. Er muss irgendwo hier unter einem Frachtgut verschlossen sein. Oder der Abendrotpfad. Er müsste sich auf dem gefährlichen Gang befinden. Sei vorsichtig. Ich mach mal hier. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on the squirt. Moin.
Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. He cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Lass mich doch die Sachen zacken. Warum schimpfst du mit mir? Oh. Ups. Da geht's nicht runter. Hier geht's auch nicht da. Okay, gut. Wir sind bei 37 Minuten. Wir machen auch nicht mehr lange. Dann fälle ich meine Entscheidung. Core stuck inside one of those fancy cages. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. Keine Sorge, Kid kriegt das raus. Kein Problem. Das wird diesmal nicht ich sein, sondern mein kleiner Freund. So, hello to my little friend. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Verdammt! Ich wollte jetzt echt so die kleinen Tiere mal ausprobieren, das riecht mean. Rasieren wir hier durch, als gäbe es keinen Morgen, so. Achso. Wenn man eine Map zerstören kann, hat das eigentlich immer einen Grund. Wenn wir in dem Fall hier durch, dann wird alles darstellen. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Richtig, was soll schon schief? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirrel's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Scumbags don't take kindly to interlopers. Even some gas fellas take his corner. Birdie popped that mean old foreman. At this rate, maybe 5 more minutes. Maybe 30. Hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. Apple, Gesundheit, Pastilltränke. One thing's for sure, that cage is awful heavy. It ain't all bad. As the kid finds some spices from the motherland, tax-free. Flames are a troublesome scene to be sure. Yeah.
the core goes free. 10, 9, 8, 7, give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. Oh, das ist schon das Boot. Okay. Und da düste Bestien davon. Mit einem weiteren Ding dabei. Das nächste Gebäude. I still remember the look on his face after that one. The old world's finished, but the new world's just getting started. Alte Gewürze. Frag nach den alten Gewürzen, die im Schmelztiegel verborgen waren. Woher stammen sie und aus welcher Zeit? Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Na dann. What else is there to say? A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Was ist das? Ein Repetiergewehr, okay. Muss ich jetzt nicht zwingend machen. Bogen finde ich schon cooler. Alle verursachen Schaden über Zeit, oh. Oder mehr Schaden. Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Can't be too careful these days. Ah, da sagt er was. Gelände. Okay, okay. Was? Dank diesem Ort konnten die Leichlingsbestände kontrolliert werden. Okay. Ich möchte aber gern zum Armbrotpfad. Ich möchte mein Skill nochmal testen. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. Nee, das gibt's wahrlich nicht. Geht es hier aus total schwieriges Gründen. But then... somebody gets to the core before the kid. Floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. So could a reckless kid, for that matter. Fragments of the old world rain in the sky. Ja gut, dann. But calamity changed everything. Even where the wind blows. Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. Who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. Okay.
vorkommen nicht zurück, wa? Hat er gerade gesagt. I know they used to ship live munitions down the path. Ja, neuer Skill. Granate werfen. He's wise to toss those things plenty far away. Even gas fellas need some shut eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. Das ist aber nicht wirklich hilfreich. Skyway, aber warte kurz. Na dann. Tschüss. In all this toil, Kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Also, ja gut. Das war so ein klassischer Spruch gewesen. Wer bin ich? Was tue ich hier? Hätte er T gedrückt, um dich auf die Ziele in der Nähe aufzuschauen. So he didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. So. We ain't much for pleasantries. Und der hat sein Zelt hier aufgeschlagen. Bin ich eigentlich mittlerweile Level 3? Nö. Fetching fizz is like a mouthful of nails. But the benefits are worth it. Und dann mal zurück zum Hauptmenü und Spiel verlassen. So, jetzt rufe ich mal Steam auf. Bin ich natürlich auch schlecht vorbereitet. Habe ich hier gar nicht... Bastion. Habe ich hier gar nicht eine Fensteraufnahme drin. Screen Capture, Smart Selection. Naja, gut. Bitteschön. Da haben wir OBS, Steam und ich kann es nicht auf Vollbild machen. Nun gut, warte. Dann machen wir lieber Bildschirmaufnahme. Wenn das geht. Screen Capture, Monitor Capture, Desktop. Nein, Desktop 1 nicht, ja, Desktop 2. Okay. Klar, und das ist auch Vollbild, sehr gut. Gut, ist natürlich klar, dass das Fenster nicht ganz im Vollbild ist. Wenn halt, naja, ist die Frage, wäre es das jetzt? Moment. Source Screen Sector, Smart Selection, ja, Steam. So, jetzt ist hier gerade Steam immer. Nee. Mache ich das wieder weg? Boop. Alles klar. Bastion. 50 Minuten gespielt. Wir gehen wie immer auf die Shop-Seite. Schauen da einmal rein. Ja, Bastion, sehr positiv, alle Reviews äußerst positiv. Entdecken Sie die Geheimnisse der Kalamität einer surrealistischen Katastrophe, die die Welt in Stücke zerschmettert hat. Okay. Sehr gut, positiv, kostet 12,49 € der Schinken. Ein Freund von mir wünscht sich dieses Spiel und das ist der... Daddy, das Ripley. Die Jane. Die Jane wünscht sich Bastion. Ja. Wann rausgekommen? Das Schinken. Veröffentlicht 16. August 2011. Hat also schon 7 Jahre auf dem Buckel, das Spiel. Schon ein bisschen älter. Ja. Gehen wir mal wieder rüber zu Bastion. Und ich glaube, da kann man ruhig sagen, das kann man zu Top packen, oder? Ich meine, ich... muss es jetzt nicht direkt im Anschluss weiterspielen, durchgehend und will jetzt überhaupt nicht mehr ins Bett gehen, weil ich das Spiel spiele. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich es noch eine Stunde länger spielen würde, ich es nicht mehr auf die Top-Liste setzen würde. Weil so hatte ich gerade noch quasi Base-Aufbau. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man noch ein, zwei Gebäude findet, die man dann nach Bastion bringen kann. Und so Base-Aufbau mag ich ja sowieso. Sowas mag ich generell. Ebenso in Far Cry New Dawn fand ich das super. Von daher ist es klar ein Pluspunkt auch für das Spiel. Ich glaube allerdings, dass das Spiel sich später
gar nicht mal mehr, ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es sich später nicht mehr darauf fokussiert, eine Stadt aufzubauen. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Das ist dann eher grinden und leveln und so. Ich glaube, ab dem Punkt würde das Spiel mir langweilig werden. Also wäre es erstmal ein Top. Oder ist es gerade erstmal ein Top? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass anders als wie bei Alan Wake, wo man wirklich das ganze Spiel durchspielen möchte, Bastion mich nach kürzester Zeit anfangen würde zu nerven. Wieder noch Zodiac habe ich sogar noch ein bisschen gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Selbe Kategorie wahrscheinlich. Ich mag solche Spiele, aber irgendwie dieser fehlt. Dieser Touch. Dead Age hat auch voll Spaß gemacht, habe ich noch nicht wieder gespielt. Enslaved konnte ich einfach nicht negativ, weil es einfach gut war, genau wie das Swapper, was letztens Mary mal gespielt hat. So total random. Sie hat einfach irgendein random Spiel installiert und das war halt das. Und da sie meine Videos nicht guckt, wusste sie das nicht. Ich werde es trotzdem deinstallieren, weil wie gesagt, ich muss es jetzt nicht weiterspielen, aber es ist dennoch top. Alan Wake ist noch installiert wegen Stream oder so, ne? Obwohl jetzt die Leute auf Twitter für Sekiro gewotet haben. Sekiro, habe ich Angst vor. Na gut, das war's auf jeden Fall mit dem Top oder Flop für heute. Bastion, sieht ganz putzig aus. Wer Bock drauf hat, kostet nicht viel. Kostet 12,35 oder was das war, 12,95. Wir können ja nochmal gucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. So, Spiel kostet 12,49 Euro. Und wenn man den Soundtrack dazu haben möchte, 20,99 €. Was ist das? Super Gigant Collection Bündel. Was haben die denn noch für Spiele? Transistor habe ich. Soundtrack. Pyre. Oh, Pyre, was ist das auf meiner nicht interessiert Liste? Pyre. Pyre. Was bist du? Pyre ist ein gruppenbasiertes Rollenspiel von den Machern von Bastion und Transistor. Ah, wurde sogar danach, hier 2017, nicht schlecht. Führe in der Kampagne eine Gruppe von Verbannten in die Freiheit und behaupte dich in mystischen Wettbewerben oder fordere im Versus-Modus einen Freund zu einem temporeichen Entscheidungskampf. Mhm. Gut. Auch schon 16,49 €, also auch nicht die Welt. Also wer sich mal die Spiele angucken möchte von Super Gigant Games, kann das natürlich gerne tun. Bastion, also Transistor hatte irgendwie ein cooles rundenbasierenden Kampf und Soundtrack. Hat mich dann aber doch nicht gecatcht, so wie ich es dachte. So wäre es wahrscheinlich auch mit Bastion. Aber wer solche Spiele mag, guckt einfach mal bei Steam rein. Die kosten wirklich nicht die Welt. Der kann sich das mal holen und kann ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben. Ja, dann war's das für heute von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.